Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty The Legend. Wir haben das letzte Mal die Barbarenstämme hier ausgerottet. Und ja, jetzt liegt nur noch diese eine Untotenhöhle vor uns. Und dann müssen wir uns entscheiden, wollen wir Rotbart erledigen oder... Ich glaube, den Lucky Dude erledige ich eher. Der Rotbart finde ich eigentlich sympathischer. Und der versklavt die Zwerge. Vielleicht können wir da irgendeine lustige Sache machen. Aber erstmal hier unten vorbeischauen. Hier gibt es ein paar Untote, habe ich gehört. Außerdem, die Höhle habe ich noch nicht so genau erkundet. Etwas schwächer, etwas schwächer. Sowas liest man doch gerne. Gerippe, Geschütze, 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 Geschütze. Magische Kristalle, magische Kristalle. So, dann greifen wir doch mal die ersten an. Jawohl. Das tötet die fast komplett. Dann tötet das die auf jeden Fall. Ich konnte leider nicht mehr die Pflanzen komplett auffüllen. Deswegen schwierig, schwierig. Ich muss mich jetzt langsam um eine Alternative kümmern. Das war schön. Die sind sehr viele. Die sollen verlangsamt werden. Das ist okay. Weg sind sie. Die stören keinen mehr. Ja, perfekt. Perfekt. Habt euch gut hingestellt. Erledigen wir die erstmal. So, ihr habt euch perfekt hingestellt, habe ich gesagt. Das stimmt auch. Okay, das war auch nicht schlecht. Ja, perfekt. Und die Zombies sind auch mittlerweile richtig wenige geworden. Die haben noch einen Marsch vor sich. Die brauchen halt noch eine Weile, bis sie bei mir sind. Sparen wir uns das Mana. Wunderbar. Das war Nummer 1. Das ist Nummer 2. Nummer 3 schleicht sich hier hinten noch herum. Das stört uns nicht. Der wird jetzt auch leiden. Ein wunderschöner Kampf. Hätte ich nur mehr Mana jetzt noch übrig. Ja, die könnten schon mal knackiger werden, weil Vampire sind schneller. Aber auch die sammle ich ein für die Erfahrungspunkte. Boah, das kostet jetzt immer mehr Erfahrungspunkte. Crazy. So langsam wird das Level eine Pein, eine Pain. Aber viel. Da vielleicht. Das vielleicht. Das, das und das. Schwierig. Auch schwierig. Uff, ich könnte hier jetzt wieder investieren. Eieieiei, noch mehr Ruhm. Ach ja, ich habe als Ersatztruppe jetzt die Betrachter mitgenommen, so viel wie geht. Weil die Jägerdorn irgendwann demnächst ersetzt werden müssen. Relativ zeitnah, befürchte ich. Deswegen habe ich schon jetzt die Ersatztruppe, die sie ersetzen wird. Weil davon... sind noch über 136 verfügbar. Ich glaube, 180 gab es im Sumpf zu holen, aber leider nur im Sumpf. Die, ja, 50 Leben, also das ist schon eine starke Truppe. Auch die haben 50 Leben, sind aber mehr. Gut, die habe ich auch. Da habe ich auch den Vorteil, dass ich einen Rabatt habe.
von 10% allerdings plus. Etwas schwächer. Riesig. Nur Skelettschütz und nur Vampire. Im Gegensatz zum geradigen Kampf wird das Verluste bedeuten. Da bin ich mir sicher. Aber was soll's. Das wird Verluste bedeuten. Unschön. Gut, der Rest. Und der Rest kümmert sich jemand anders. Oh shit, die war noch mit dran. Ekelhaft. Die sind am Fernkämpfer dran. Die sind am Fernkämpfer dran. Auch wenn das... Oh, die hätten die fast fertig gemacht. Feuer frei! Oh, Giftpfeile. Gut, die sind down. Brauche ich noch Magie. Why not? Schön. So habe ich die Verluste ein bisschen niedrig gehalten. Was? Warum hat es nochmal getickt? Was sollte das? Okay, gibt es hier noch mehr Untote in dieser Höhle? Oh ja, tatsächlich da. Etwas Schwäche. Vampire und Skelettschützen. Der letzte Held. Wieso sind hier noch ein paar feindliche Truppen, die nichts machen, außer rumstehen? Gibt's hier eine Flagge oder so? Ein bisschen Führung? Gar nichts. Naja. Und dann der Ausgang zu diesem einen untoten Helden, der sehr stark ist. Sehr stark. Will ich gegen den jetzt kämpfen, ist die Frage. Mich treibt eigentlich gar nichts zu dem hin, außer dass er existiert. Vielleicht hebe ich ihn mir einfach auf, für etwas später. Etwas später? Meine Magierkraft ist langsam an einem Peak angelangt, aber... Na, wobei Intellekt. Jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich Intellekt bekomme, Intellekt saugen. Das ist jetzt wichtig. So, ein Tick noch und dann... Auf geht's. Nein! Seid nicht so schnell! Oh Gott, sind das viele Skelette. Fischattack! Ach du Schande, sind es viele. Die sind halt... Die anderen Gegner sind halt nichts dagegen. Die sind halt gleich weggepustet, aber... Da muss ich... Respektschellen verteilen. Außer von euch.
Ihr dürft so angreifen. Weil gegen Skelette taugen die nicht so gut. Genau. Du bist der Tank. Toll. Was auch immer das bringen soll für euch. So, so, so. No retaliation. Sehe ich das richtig? Yes, einer down. Schwertkämpfer kann ich alle wiederbekommen. Schlitz! Okay. Der Kampf hielt sich in... ich sollte zaubern. Zumindest einen kleinen Spell. Wunderbar, und du gehst noch auf den weiterhin. Was war das für ein schwarzer Pfeil? Okay. Oh nein, ich habe Inquisitoren. Ah, ich habe vergessen, die zu retzen. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Mal kurz rausschauen. Vielleicht werde ich direkt angegriffen. Der bewacht. Was auch immer der bewacht. Manchmal wird er sehr stark angezeigt, manchmal stark. Er ist stark, riesig, Horde, Zombies, Ruinenmann, was für ein Name. Von allem ein bisschen was verloren. Aber dafür ist die Wut gerade voll. Da können wir rausballern. Gleich mit so einem Fischwarm oder sowas. So, Mana ist jetzt auch voll. Angriff. Okay, erstmal hier. Bösartige Schwarm. Ja, ein paar Verluste auf jeden Fall für die. So, jetzt müssen wir das Skelett ein bisschen Einhalt gebieten. Zum Glück sind bloß wenige Stacks. Das geht tatsächlich im Vergleich zum letzten Kampf. Sieht es ein bisschen entspannter aus. Finde ich zumindest. Schöner Crit. Okay, der zaubert. Zaubert Debuff. Mhm. Nicht auf die Pflanze, die ist begrenzt. Fledermaus. Nein! Okay. Nein, bleib doch zusammen. Ungünstig, ungünstig, wie ihr euch aufgestellt habt. Zombies werden wahrscheinlich das Härteste. Die wurden nicht besiegt. Ja, in Ruhe. Nein,
der kann wiederbeleben. Ruft es eine Kommando. Ah, ja. Okay. Okay, okay, okay. Tod des Nekromanten. So, jetzt. Ein Stack schon mal losbekommen. Okay, die haben jetzt schon zugeschlagen, deswegen lieber auf die Zombies. Vor denen habe ich jetzt größtens Respekt, wie viel das sind. Die dürften eigentlich niemals so nah an mich rankommen. Nein! Ah, auf die. Okay. Ja, ist in Ordnung. Mach mal den da hinten weg. Den Stack. Oh nein, 14 von denen. Boah, ekelhaft. Die wiederbelebt. Oh, das ist gar kein Stinke-Zombie. Steinschlag auf beide, jo. Haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Na ja, 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 okay. Jetzt holt er die zurück. Das ist so nervig. Wieder weg mit denen. Andererseits, es gibt Schlimmeres. Jawohl, in dem Gelände. Ruinenmann. Okay, giftiger Speichel oder böser Schwarm? Ja, komm, ich nutze den sehr gerne. Der hat einen Schatz bewacht. Feuerball zweimal. Naja, naja, naja. Feuerball nutze ich gerne häufiger. Das ist. Oh ja, tatsächlich, das ist gut zu wissen. Also Feuerball in der Hinterhand zu haben, falls mir mal das Mana komplett ausgeht. Stimmt, das ist nützlich. Da habe ich noch was vergessen. Gut, 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 gut. Okay, damit sind die Untoten schon mal down. Fehlt nur noch der Lucky Jack, oder wie der hieß. Das war hier. Der hatte mich ja weggeschickt mit irgendeinem komischen Auftrag. Aber andererseits will ich den eigentlich eher platt machen. Sie antworteten mir. Ich möchte mit dem reden. Hey Zwerg. Hier geht was für widige. Was? Gemurmel. Ich glaube, die Ratte habe ich schon mal bekommen. Sehr schwach. Oh ja, das wären gute Erfahrungspunkte, die alle Platz machen. Kann ich hier mit niemanden... Gibt es hier keinen besonderen Zwerg, der irgendwie... Nein, ich will keine Ratten. Wenn ich den Lucky Jack umhaue, dann kann ich mir die 100.000 sparen und... Vielleicht kann ich dann die neutralen Truppen hier platt machen. Die alle sehr schwach sind. Deswegen... sich in Unterwelt ein nächstes Schloss gebaut. Das mit Smaragden verziert ist. Oh, perfekt. James der Glückspilz. Ihr müsst verstehen, es ist viel billiger, wenn ich euch töte und die Karten an mich nehme. Ihr wollt mich in mein eigenes Haus attackieren? Da brat mir doch einer einen salzigen Schnabberfisch. Ich bin, bevor ich euch rauswerfe. Dabei habe ich doch eine Chance gegeben, die Angelegenheit friedlich zu regeln. Angriff. Sein eigenes Haus. Das ist ein böses Buch. Das sehen wir zum ersten Mal. So, was hat er denn? Was hat er denn? Okay, der hat hier auf jeden Fall Bogenschützen. Die müssen weg.
James der Glückliche, dein Glück ist zu Ende. Ich muss zugeben, ich respektiere dieses Buch leider zu sehr. Die Giftwolke wäre interessant. Der Steinhagel, der kümmert sich nicht komplett um die. Aha! Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Oh, doch, ich schon. Not so lucky, James. Lass mal die ganzen Fernkämpfer loswerden. Wobei das Buch, dass es so viel Leben hat, das irritiert mich schon ein bisschen. Okay, so kann ich das Buch töten. So, seine kompletten Fernkämpfer wurden ausgelöscht. Das könnte jetzt lustig werden. So, einer nach dem anderen fällt. Oh ja, die sind wahrscheinlich die stärkste Truppe, die übrig ist. Aber sie bringen nichts, wenn sie langsam sind. Ja, shit, doch, da hat den Weg freigemacht. Gehört er wohl zur Allianzversicherung, hä? Wir machen den Weg frei. Was? Der hat überlebt. Unbelievable. So, James. Das ist das Ende angebrochen. Kann ich irgendeinen Wirbel leben? Ja, nein, nein. Ich habe keinen einzigen Verlust. Hervorragend. Not so lucky, James is down. Nach dem Sturm untersuchten sie alle Räume und Kellergelasse des Schlosses. Letztes Mal fanden ihre Krieger nicht viel Gold und Wert, sondern nur ein paar tausend Münzen. Anscheinend bewahrt Glückspilz die wertvollsten Sachen anderswo auf. Bringt König die Karten und zahlt ihm vom Sklavenhandel den Darion. Nichts mehr für sie zu tun. Ja. Joho. Moment, ich habe keinen Mana. Ach, Mist. Ich hab doch noch keinen Mana. Ich bin doch noch gar nicht so weit. So, hervorragend. Der Fischschwarm ist ready, euch heimzusuchen. Nice, jetzt kann ich die ganzen Lucky Söldner hier, die Sklavenhändler und sowas ausrotten. Noch ein paar XP dadurch sammeln. Kostbare, leckere XP. Ja, der stellt sich in den Weg. Einer nach dem anderen wird jetzt hier wunderbar fallen. Oh, der hat auch Reichweite. Perfekt. Schade. Auf den? Auf den. Perfekt. Extremely perfect. Gut. Tja, jetzt werden die ganzen Wachen abgeschlachtet. Auch wenn es mir nicht viel bringt, außer ein paar Erfahrungspunkte. Oh, das ist ja noch schwächer. Das ist ja kein einziger Fernkämpfer. Wie hat der Lucky Dude sich überhaupt so gehalten? Das ist ja ein Witz.
Schwach. Sehr schwach. Die haben sogar ein paar Wachposten. Muss man respektieren. Mit denen quatschen und hier, wollt ihr nett abhauen? Wegrennen und so? Ich schalte gerade alle Wachen aus, dann könnt ihr einfach abhauen. Seid ihr so gierig nach den Smaragden? Dass ihr gar nicht abhauen wollt. So, ein Tick, glaube ich, dann reicht es schon. Ich muss ja bloß die Bogenschützen ausrotten. Der Rest ist entspannter. Die sind stark aufgeteilt. Das sind viele Stacks, aber relativ simpel. Geil. Geil, da sind viele umgefallen. Die sind recht stark als Stack und die auch. Okay, vielleicht doch nicht. Die Wut muss ich diesmal gar nicht eigentlich nutzen, weil... Ja, wir sammeln jetzt massenweise Wut und die Gegner haben es nicht nötig, sie abzukassieren. Schön, dass ihr wartet, bis ihr sterbt. Höchst erfreulich. Gut, dann nur noch den Wachposten. Das sind hervorragende Kämpfe. Ja, so zerge ich mich gern durch. Hier will keiner raus. Niemand. Niemand will hier aus der Gefangenschaft entlassen werden. Na gut. Man kann sie nicht zum Glück zwingen. Wenn sie so auf diese grünen Steine fixiert sind. Sind drin. Jetzt kann ich die Piratenbraut ja an mich nehmen. Und heiraten. Die Schöne. Na, da muss ich meine aufgeben. 3 Intellekt. Plus 5 Verteidigung, plus 10 Wut. Das sind schon ein paar gute Buffs. Muss ich mal vorher speichern wahrscheinlich. Und schauen, was passiert. Andererseits, wenn ich keine Kinder bekomme, könnte ich sie mit gescheiten Items ausrüsten. Da gibt es vielleicht ein paar bessere als das, was ich aktuell an Buffs habe. Eigentlich muss ich gegen die... Ach komm, ich nutze trotzdem Magie. Ach Gottchen. Die sind halt nicht sehr stark. Der kann teleportieren. Ja, der kann teleportieren. Hätte er nicht angegriffen, hätte ich... Wollte gerade sagen, theoretisch hätte ich ja das holen können. Aber nicht, wenn ich angegriffen werde. So, ein Wächter ist, glaube ich, hier noch da vorne. Schwach. Ziemlich wilde Truppe. Eine Gruppe von Bogenschützen. Also mindestens 40 Mana brauche ich, um zweimal casten zu können. Der Rest ist, glaube ich, dann Geschichte. Ich würde sagen, dann gehe ich doch direkt mal zum König, weil eventuell startet da ein neues Kapitel im Spiel und es gibt überall neue Truppen zu sammeln. Das wäre nicht schlecht. Das wäre wahrlich nicht schlecht, wenn ich sozusagen, nachdem ich meine Hauptquest abgeschlossen habe, wieder neue Möglichkeiten bekomme. Und vielleicht eine neue Insel zum Besuchen. Was auch wieder alles verändern kann. Oh, 200er Stacks sehe ich gerade. Die sind viele.
Aber das sind die schwache Variante. Deswegen, die fallen sehr schnell. Und wenn ich sie auch noch verlangsame, kann ich mir diesmal den Loot holen. Ordentlich viel Gold. Okay. Es gibt keine Gold, Gold, Gold. Ja gut, okay. Es gibt nichts mehr hier drinnen. Oh, was ist mit dir? Ihr Schrimp. Ha, der wird erst später checken, was passiert ist. Schade, dass ich den nicht angreifen kann. Aber gut, dass es gerade nicht geklappt hat, weil sonst, naja. Oh ja, der Rotbart hier berichten und so. Oh, okay. Oh, wo war er? Oh, kann man gleich mitnehmen. Sehr schön. Okay, okay, okay. Ich habe nahezu alles hier geschafft auf dieser Insel. Was fehlt mir auf dieser Insel noch? Das sieht immer noch so... Das ist irgendwelche... Ein Gegner erinnere ich mich. Das war dieser eine große Typi. Ah, schaut mal. Sie können diesen Gegenstand unterdrücken. Oder ich finde doch bestimmt einen Gegenstand, Typ Gegenstand, zum Beispiel das da, was deutlich besser ist. Typ Gegenstand. Ich könnte mir noch so einen Ring gönnen. Ja, vielleicht auch nützlich. Tatsächlich habe ich nur den Ring. Von, für alle Kämpferinnen. Ich habe keine weiblichen Truppen. Hm. 10% Kampferfahrung zahlt nicht mehr wirklich viel. Ich brauche ein paar Erzmarke. Die kriege ich nur noch hier. Die sammle ich gleich mal ein. Auch die Inquisitoren kriege ich nur hier. Bogenschützen hätte ich noch ein bisschen Platz. Pflanzen kriege ich keine mehr. Dann bekämpfe ich noch den... Ach ja, die Schöne. Ihr sagen, dass sie Witwe ist, oder naja, fast Witwe. Sie war ja nie verliert, aber naja. Ich halte euch, James und der schrecklichen Karten sind beide tot. Ich meine, kommt her, mein Held, Donnerwetter. Du musst doch mal eine Schulter genommen. Und warum seid ihr so glücklich? Jetzt will sie unbedingt mein Eheweib werden. Ja gut, ich muss wahrscheinlich erstmal eine andere Frau... Ah, stimmt. Ich sollte speichern. Meine bisherige Frau und die vier Kinder vor die Tür setzen. Ich hatte genug von deinem Gequake. Ich will meine Freiheit um jeden Preis. Boom. Boah, das tut weh. Ohohoho. Ach, das hat Geld gekostet. Und jetzt. Werdet mein Weib. Küss das Mädchen. Ja, ich hab's befürchtet. Ja, Baby bekommen. Oh, so. Gattin küssen. Na gut. Waffe, Gürtel, Insignien, Stiefel. Oh, mit Insignien. Sie hat gute Plätze, aber ihr Grundbuff ist Schrott, finde ich. Im Hinterkopf behalten kann man es trotzdem machen. Aber... Erstmal behalte ich meine plus 3 Intelligenz. Die ist schon stark. Und die hat, glaube ich, dass sie weggegangen ist, hat 100.000 gekostet, glaube ich. Oder die Waldfee. Da muss man für die Kinder aufkommen, ne? So, hier in der Mitte ist noch so ein komischer Dude, den ich bekämpfen möchte. Der fehlt noch auf meiner Liste. Und dann haben wir es, glaube ich, hier in den Inseln nahezu alle. Ich weiß nicht, ob da noch was offen ist, muss ich zugeben.
Haben wir dem noch irgendwas zu sagen? Nee. Für den ist auch alles erledigt. Okay. Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja was Neues aufgesammelt. Oder eingesetzt. Mehr Führung. Ich gehe gerade falsch rum. Aber gut. Macht wahrscheinlich auf dem langen Weg eh keinen Sinn. Achso, nein, nein. Ich brauche die Bogenschützen noch. Bevor ich mich mit voller Kraft gegen ihn stürze. Das Skelett war besonders stark. Das Gefährliche bei dem Gegner ist halt... die Alchemisten finde ich das Gefährlichste. Der Drache ist zwar auch ernst zu nehmen, aber... Der Drache ist verhältnismäßig, glaube ich, entspannt. Wenn, oder das sind zwei, drei Drachen. Die Alchemisten, vor denen habe ich am meisten Respekt. Boah, wenn als nächstes wir gegen die Zwerge vorgehen müssen, nachdem wir jetzt die Karte haben, das wird hässlich. Zwerge sind stark. Halt, nee, wegen dem bin ich nicht hier. Rüstung. Wenn die Frau eine Rüstung tragen könnte. Das Blöde ist, die Froschfrau hat mir ja die Kinder sozusagen aufgezwungen, prinzipiell. Wenn es bei der anderen... Vielleicht will die Piratin ja ihre Freiheit behalten. Das wäre gut, weil... ich hätte gerne ihre Slots für neue, weitere Skills und, Items. Gute Items und so, die man noch zusätzlich ausrüsten könnte. So, du. Truppen des gegnerischen Helden etwas stärker. Widerlich? Das ist okay. Wir kümmern uns um den einen Alchemisten schon mal komplett. Ich muss mich um einen weniger kümmern. So, Wutbüchse. Der Alchemist hat sehr viel Leben. King war überraschend wenig jetzt. Wobei. Oh, wollte gerade sagen, das. Wir haben noch nicht gesehen, wie viel. Naja. Der Drache hat voll viel Leben. Aber der Drache ist auch down. Gut. Die Spinnen. Ja, wir kümmern uns erstmal um den Alchemisten. Ja, wobei, vielleicht sollte ich die Spinnen zumindest verlangsamen. Nein, Teleportation! Und Feuer auch noch. Okay, ich glaube... Ende im Gelände mit den wunderbaren Pflanzen. Das kann ich nicht mehr... Ach, du Schande. Ja. Ich glaube, die machen auch Feuerschaden oder sowas. Ja, meine Pflanzen sind down. Die muss ich dringend ersetzen. Die haben keine Zukunft mehr. Crazy shit. Jetzt macht er den auch klein und der pinkelt den an mit giftiger Säure. Was soll denn das? So, ich stelle mich mal hier in den Weg, damit ich hoffentlich ein Ziel für die andere Spinne bleibe. Aua, aua, aua. Die ist schon mal weg. Und dann kann ich nochmal was Wütendes machen. Ja, nochmal Giftspray. Why not? Why not?
Nicht notwendig. Bringen wir es lieber schneller zu Ende. Okay, das war der hässliche Eggby. Der hat dafür gesorgt, dass ich jetzt keine Pflanzen mehr nutzen kann. Steinmauer. Oh, nee. Nee. Oh, das ist ja beides schrecklich. Ich will nicht, dass es teurer wird. Tja. Da kann ich zwei weitere holen. Aber die kann ich nicht hier holen. Habe ich Bogenschütze verloren? Ja. Ach, wobei. Wenn ich jetzt sowieso zurückfliege, fahre und schaue, was der König jetzt sagt, dann kann ich auch die Truppen daheim holen. Stufe 14,5. Sehr gut, sehr gut. Wir sind sehr starke Magier, aber wenn es jetzt mit demselben Schema weitergeht, wird jetzt ein neues Gebiet freigeschaltet, wo die Gegner wieder alle stark sind. Halt, wo bin ich? Achso, ich muss ja hier zurückreisen. Ein paar Inquisitoren? Nein, die habe ich voll. Das ist gut. So, dann bring mich zurück nach Darion. Katsching. Und Katsching. Perfekt. Und dann fragen wir mal dem König, wie es jetzt aussieht mit den Karten. Wir haben die Karten. Die hätte man voll leicht bekommen können. Ich habe so viel gemacht, was ich nicht machen müsste. Aber ohne das zu machen, würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. So, die kann ich schon mal holen. Den kann ich schon mal anholen. Und König Mark. Ich habe die Karten mitgebracht. Großartig. Hier kommt, gibt's mir. Verstehen wir mal Passage, hier die Befestigung und so. Wenn sich freuen. Der Pirat erhielt den von den Sklavenzwergen, der hier in Grünort von den heimischen Räuberrotten Hake kaufte. Was? Was für Sklaven? Jemand handelt mit Sklaven doch noch Zwergen direkt unter unserer Nase. Ganz schlecht. Während wir. Die Verbrecher suchen Bestrafung. Gesetze des Sklavenhandels. Okay, keine Sorge. Okay. Hat sich hier irgendwas verändert? Nein. Sind wir doch noch nicht fertig. Sklavenhändler, Quest. Finde den Sklaven Rottenhage, der seinen schmutzigen Wald nordwestlich der Hauptstadt betreibt. Ja gut, das ist ja simpel. Relativ simpel. Nordwestlich. War das nicht der dort oben? Der mit der Zombie-Braut? Ja. Der macht Sklavenhandel? Zum Tode. Habt ihr etwas zur Verteidigung vorzutragen? Habt ihr mich schließlich entlarvt? Ihr seid ein guter Bluthund geworden, Blutschiges. Meine Leute berichten, dass ihr gerade von den Inseln zurückgekehrt seid. Wahrscheinlich habt ihr James getroffen, richtig? Würde versucht, mich zu verstehen, aber ich hätte keine andere Wahl. Okay, und welcher Baron? Mir das sehr deutlich klar gemacht. Nicht zu verstehen. Ich bin nicht jemand, der mit Sklaven. Hör zu. Baron Ei. Der sagt mir irgendwas zu mir. Der zeigt mir. Der Crayston-Minen. Er versprach mir eine Menge Geld für. Ausrauben. Welch ein Bedrücknis. Es geht nicht mehr um Sklaven, sondern um eine Verschwörung. Wegen euch ist der Krieg mit Korda ausgebrochen. Keine Pacht mehr zu hatten. Die Pacht war 2 Karten. Nun gut, ich werde euch jetzt nicht töten. Die Situation ist kompliziert. Der König soll Urteil über euer Schicksal treffen. Und über das von Ei ebenfalls. Der soll lieber das nächste Kapitel einläuten. Und Truppen auffüllen. Damit ich hier... am geilsten wäre, wenn auch andere Läden ihre Truppen wieder auffüllen würden. Scheinbar ist nur der Königshof dafür bereit. So, es ist schlimmer als wir dachten. Es ist eine Verschwörung von Baron A. Das ist die Erklärung. Das bedeutet, dass
Thorn, Diggers, Boten, die uns. Der König, der Gold erhalten hätten, schickte seine Werkleute zu den Minen, wo sie auf Ace bewahren. Was wollen wir jetzt tun? Ich glaube, es ist an der Zeit, Baron A. einen Besuch abzuholen. Das sollte man ein Gespräch unter vier Augen mit ihm führen. Gerechte Strafe, aber noch wichtig ist, dieses Missverständnis und den Frieden mit uns zu Oha, aber warum ich? Für diese Mission wäre ein echter Diplomat sicher besser geeignet. Zunächst einmal wegen des Verräters A. Wir verurteilen ihn zum Tode und sie müssen das Urteil vollstrecken. Zweitens werden die Zwerge und Monster ihm kaum erfreut sein, sie zu sehen. Und drittens wegen Thorn Diggor selbst. Er wird keinen Vertrag mehr, dass er ihn einen Schwachkopf bringt. Er ist ein echter Zwerg, ein alter Krieger. Ich mache mich sogleich an die Arbeit. Schloss Taron. Führt durch das. Unter dem Meer, durch in den Bergen an. Es gibt so einen Eingang zum Kreisminen. Ja, den kenne ich. Wo ist Baron Arlania? Dort angehen, folgen sie der Straße in die Berge, führt der Eingang. Königin Wachenbewachung. Wir kommen der Wache, die Arlania-Minen zu bringen. Unter der Erde. Ach so, den findet man auch. Ich dachte, dass es einer oben ist. Okay. Gibt's hier? Nein. Es gibt keine neuen Truppen? Na gut. Ja. Betrachter fehlen mir noch. Ansonsten. Ungünstig, würde ich sagen. Vielleicht hat sich hier was verändert, aber ich befürchte nicht. Ganz ungünstig. Die ganzen Truppen, die ich. Also die zwei Truppen, da muss ich immer zu den Inseln rüber. Um die aufzufüllen. Das ist nicht schön. Zu den Betrachtern muss ich immer hier hin. Auch nicht schön. Die kriege ich im Schloss. Das ist okay. Aber hier, ja, ich würde gerne. Schön wäre, wenn ich hier die. Also die kann ich ja loswerden eigentlich. Dann nochmal einen Stack von denen mitnehmen. Das wäre. Das wäre sehr schön. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal uns in die Minen begeben. Das wird ekelhaft. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.